Hallo YouTube, ich bin Bini. Heute gibt es eine neue Ausgabe von Tipps und Tricks. Und zwar zum Thema Spaß beim Spiel. Spaß beim Spiel, wenn das nicht ein großartiges Thema ist. Furchtbar. Ganz ehrlich, muss ich zugeben, dass dieser Name überhaupt nicht so richtig das rüberbringen soll, was er rüberbringen soll. Nicht so wild, ihr werdet ja gleich herausfinden, was das für Tipps sind. Logischerweise sind es wieder 5 an der Zahl. Ich hoffe tatsächlich, dass ich sie noch nie gebracht habe, denn ich werde langsam alt und verliere die Übersicht, was ich schon so geredet habe. Das heißt, wenn ich zufälligerweise irgendwas wiederhole, tut es mir ein bisschen eigentlich überhaupt nicht leid. Ganz ehrlich, dann könnt ihr das auch einmal mal überspringen. In meinem Zimmer sind es gerade ungelogen circa 55 Grad. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Dementsprechend könnte es sein, dass ich anfange zu halluzinieren. Ja, wenn dem so ist, geht wieder vorbei. So, fangen wir mal an. Wie immer gilt logischerweise Disclaimer. Solltet ihr irgendwas an eurem Spielleitstil ändern, besprecht das doch bitte zuerst mit eurer Gruppe. Ansonsten geht das furchtbar nach hinten los und alle sind total sauer. Also geht es los mit dem ersten kleinen Tipp. Liebe SpielleiterInnen dieser Welt, ganz ehrlich, ich weiß, ihr mögt eure Tier-Encounter. Die sind auch toll und ihr findet es großartig, dass da irgendwie wild gewordene Ratten durch die Gegend rennen und nichts anderes zu tun haben als eine große Fehde gegen die Menschheit und gegen alle Elfen und Orks und was weiß ich, was in eurem Universum noch für Wesen herumspringen, führen. Völlig klar, auch ich kenne diese Fehde. Wenn ich durch Berlin laufe, werde ich überall von bis an die Zähne bewaffneten Ratten angegriffen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, den meisten Leuten, einschließlich mir, gehen diese ganzen komischen Tiere, die bis zum Tod irgendwie kämpfen, richtig gehörig auf den Zeiger. Und wenn ich irgendwo reinkomme, dann möchte ich nicht, dass das Erste, was mir entgegenspringt, ein beschissener Wolf ist, weil ich mir dann denke, warum Wolf? Hör auf damit! Mach irgendwas Sinnvolles, wie Stricken oder so. Hör auf, arme Leute, die vorbeilaufen, einfach umzubringen. Das ist scheiße. Punkt 2. Erschafft nicht irgendwelche Dinge, die von selbst wieder weggehen. Ich habe tatsächlich eine großartige Runde gehabt, wo mein Spielleiter, ich hoffe, er ist mir nicht sauer, wenn ich das jetzt erzähle, uns auf einem Boot hat durch die Gegend schippern lassen und auf einmal, wir waren relativ im Norden, wurden wir umschlossen von 2 riesigen Eisschollen. Die waren also so geformt, dass da perfekt Platz für unser blödes Boot war und wir hatten irgendwie auf einmal in Echtzeit quasi irgendwie, ich glaube, 14 oder 15 Minuten Zeit, uns zu überlegen, was soll wir jetzt eigentlich nicht machen. Und das Schöne an der ganzen Sache war ja, dass wir überhaupt nichts machen konnten, weil sich die Eisschollen wie von Wunderhand alleine geöffnet haben. Und wir haben 14 Minuten lang damit zugebracht, uns irgendwelche Ideen irgendwie auszumalen, die einen Scheiß wert waren. Das war eine unschöne Situation. Sowas solltet ihr auf jeden Fall lassen. Das Problem ist auf jeden Fall, dass die Leute sich auf einmal hilflos fühlen. Das heißt, die denken sich, ey, egal was wir tun, wir haben keine Chance. Natürlich gibt es Situationen, in denen es echt gut ist, in denen so etwas eingesetzt werden sollte oder auch eingesetzt werden kann für den dramatischen Effekt, sollte aber relativ selten vorkommen, denn ansonsten haben die Leute einfach keine Lust mehr mit euch zu spielen. Punkt 3 ist leider ein bisschen auf DSA bezogen. Aber vielleicht gibt es ja auch sowas in deinem System, in dem System, was du gerne spielst. Und zwar geht es darum, den Trefferzonenwürfel zu benutzen. Trefferzonenwürfel sind diese Dinger hier, die sehen so aus, da sind so kleine Dinge raufgemalt worden. Ich benutze den Trefferzonenwürfel wahnsinnig gerne und vor allem in Situationen, in denen er gar nicht so viel Sinn macht. Das bringt ein bisschen Witz rein. Logischerweise benutze ich den natürlich nicht, wenn meine Leute gesagt haben, dass sie extra ihren Kopf in den Sand stecken, damit sie auf keinen Kopf getroffen werden können. Manchmal benutze ich ihn wahnsinnig gerne. Zum Beispiel hat irgendwer versucht, durch eine Tür durchzulaufen und wollte die Tür aufmachen und die hatte so einen Nagel. Und er hat also richtig reingegriffen und auf einmal tat ihm sein rechtes Bein total weh. Ist jetzt scheiße erzählt, in der Situation war es irgendwie witzig. Trefferzonenwürfel könnten manchmal auf jeden Fall Spaß mit reinbringen. Bitteschön, ja? Tipps von mir für euch. Punkt 2 ist ein bisschen ähnlich, wird auf jeden Fall den Random-Faktor eurer Runde erhöhen. Benutzt Loot-Tabellen. Immer wenn es funktioniert, weil ganz ehrlich, Loot-Tabellen sind das Beste auf der Welt. Ohne Scheiß, wenn eure Leute mal wieder auf Sinnesschärfe würfeln, dann könnt ihr ganz einfach eure Loot-Tabelle rausholen. Und euch da hinsetzen und einmal würfeln und auf einmal finden die Leute was. Ich habe da was vorbereitet. So sieht eine Loot-Tabelle aus. Das bedeutet, ihr habt es gesehen, Loot-Tabellen sind wahnsinnig großartig. Erstens, ihr müsst euch nichts ausdenken, was immer eine gute Sache ist, denn alles, was euch beim Denken hilft, ist klasse. Außer Speed, ja, Speed ist gar nicht so gut. Und abgesehen davon, logischerweise kommen da manchmal recht witzige und komische Dinge heraus. Tipp Nummer 1 ist leider ein Tipp, der eher so ein bisschen DSA-spezifisch ist. Ich glaube, fast überall oder in fast allen Regelwerken, Systemen dieser Welt gibt es etwas, was Crit ist. Ein kritischer Patzer oder ein kritischer Treffer.
Logischerweise gibt es das auch bei DSA. Und bei DSA ist es aber allerdings so, dass ihr bei einer Probe, wo ihr drei Würfel werfen müsst, mit zwei Würfeln komplett verhauen müsst normalerweise, damit eben ein Crit dabei rauskommt. Ist aber total langweilig. Deswegen spiele ich das tatsächlich immer so, dass es schon bei einem Würfel, der eine 20 zeigt, zu einem kritischen Patzer kommt. Und deswegen patzen meine Leute immer so fröhlich durch die Gegend. Was eine sehr, 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 sehr lustige Angelegenheit ist. Allerdings gerade das sollte logischerweise mit der Gruppe besprochen werden. Ich hoffe, euch hat dieser großartige Beitrag zu Tipps und Tricks irgendetwas gebracht. Ich bin wirklich, wirklich ein bisschen im Eimer, denn hier drin ist es wirklich warm und ich bin, wie ihr wahrscheinlich hören könnt, immer noch recht nasal unterwegs. Wir sehen uns bis dahin. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Abend, morgen, restlichen Mittag, einen 5-Uhr-Tee, was auch immer ihr gerade habt. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss.